Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der Logitech C922 Pro. Wir werden die jetzt komplett hardwaremäßig mal angucken, wie sie verarbeitet ist, wie sie aussieht, und ich habe auch meine C920 mal dazu geholt, damit wir die beiden im Vergleich sehen. Ich richte euch mal nach unten auf den Tisch. So. Na. Kamera will nicht so, wie ich wohl will. So, da haben wir einmal hier die C922. Die werden wir jetzt mal komplett von der Plastehülle befreien. Und hier oben ist auch Plastik drauf, das werden wir auch mal entfernen. Das könnt ihr natürlich zum Schutz auch drauf lassen, wenn ihr das möchtet. So, und dann haben wir hier die komplette Webcam. Wir haben auch wieder einen schönen langen Kabel, wie beim Vorgängermodell. Aber ich werde euch jetzt erstmal wieder doch wieder zurückrichten. Macht sich ein bisschen besser, wenn ich das denn so sehe und euch so in die Kamera halten kann. So, wie gesagt, haben wir jetzt hier die C922 Pro. Hier vorne ist auch noch mal Plaste drauf. Das machen wir auch mal ab. Zack. So. Dann könnt ihr euch mal von nahen angucken. So. Und jetzt halte ich euch mal, steht auch 1080p drauf, zeige ich euch mal die andere daneben. So. Das ist die 920. Ihr seht hier, der Unterschied ist, dass hier ein Logitech-Zeichen ist und dass hier im Halbkreis, was steht da im Halbkreis? Carl Zeiss HD 1080p. Und so jetzt im ersten Augenblick fällt mir halt nur das auf, dass da Glas oben drüber ist. Hier ist links und rechts schwarz, hier ist durchsichtig. Von der Linse her und so fällt mir jetzt überhaupt kein Unterschied auf. Selbst die Mikrofone an der Seite sehen exakt gleich aus. Von der Dicke sehen sie auch exakt gleich aus. Meins hat auch die Halterung für ein Stativ. Also beide. Meins ist natürlich oben nicht mehr so sauber und nicht mehr so sehr unzerkratzt. Sonst fällt mir eigentlich kein Unterschied auf. Also nur, dass bei mir Glas ist und da ist es schwarz. Ja, könnt ihr also nochmal sehen. Also das ist die 920 und das ist der 922 Pro. Auch von hinten, so von oben, seht ihr eigentlich relativ keinen Unterschied. Ja. Auch von unten nicht. Das ist alles exakt gleich. Ich dachte, weil auf den Bildern, dass da Silber mit bei ist, hier so außenrum, hier so Silber und hier so Silber, aber das ist nicht der Fall. Ich mache gerade mal auch hier wieder ein schönes langes Kabel mit bei. Da können wir auch gleich mal vergleichen, ob die in etwa gleich lang sind. Ja, naja, so ein minimaler kleiner Unterschied ist. Aber das ist egal. Und ich habe, muss echt sagen, ich habe mit der C920 sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Die ist, hat ein sehr schönes Bild, ein sehr sauberes Bild, ein sehr sattes Bild, wenn ich Hangouts mache oder dergleichen. Da kann ich mich absolut überhaupt nicht beschweren. Und soweit wie ich jetzt auf der Verpackung ja eben im Unboxing-Video hier lesen habe, es ist der einzige Unterschied, ich habe noch eine 270, keine Ahnung, die hat am Mono-Mikrofon. Also der Unterschied zwischen C922, also das neue Modell, und C920, mein Modell, das ältere, ist, dass beide können 1080p, 30 FPS,
Beide können 720p, meine kann nur 30 Hertz, die neue, wo hier das Stativ dazu ist, also die 10922 kann auch 60 FPS, HDCP, H264 Codec haben sie beide, Fokus haben sie beide, Stereo haben sie beide, also Mikrofon, Stereo. Also das heißt, Mikrofon Stereo heißt praktisch, hier ist nicht nur ein Mikrofon verbaut, hier sind zwei Mikrofone verbaut. Da und da. Ja. Habe ich aber keine so guten Erfahrungen mitgemacht, ehrlich gesagt, weil ich hatte vorher das C270 oder 170, ich weiß es nicht, so normale, nur 720p hatte das und nur normales Monomikrofon, das klang stellenweise besser als dieses Stereo. Beim Stereo hört es sich leicht echomäßig an. Mal gucken, wie es bei der neuen Variante ist. Ich kann nur von der alten Variante bis jetzt reden. Wir haben die neue Variante noch nicht getestet. Und halt, das Stativ ist neu, das ist damit drin. Und ändern Sie den Hintergrund, ändern des Hintergrundes. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Und jetzt schließen wir das hier unten einfach mal an. Wir brauchen da einfach nur hier drehen. Das werde ich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit dran lassen. Das mache ich jetzt nur, um euch das zu zeigen. Ich werde beide oben am Laptop ranmachen, dass beide den gleichen Lichteinfall haben, beide exakt nebeneinander sind, dass wir dann vernünftig vergleichen können. Und dann können wir das hier so ausbreiten. Ich stelle euch das, zeige euch das mal. Und dann kann man die dann hier so hinsetzen. Und dann kann man die aber auch, wenn man hier die Schraube losmacht, so, kann man die halt drehen oder auch neigen. Also man könnte praktisch auch Hochkantbilder machen oder Videos machen. Weiß ich jetzt zwar nicht wozu, aber man könnte. So, jetzt muss ich gucken, dass ich es gerade wieder hinkriege. Also so, gerade. Also selbst wenn es jetzt so wie hier nicht gerade ist, wenn es geneigt ist. Ihr könnt die Cam neigen nach vorne und nach hinten. So seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. So. Und ihr könnt das natürlich auch, wenn es am Stativ dran ist, einmal aufklappen und dann könnt ihr das so machen, dann ist es auf der anderen Seite praktisch spiegelverkehrt und ja, oder ihr könnt die Decke zeigen, ja, und könnt dann hier natürlich dann auch nochmal ausrichten, dass ihr dann zum Beispiel ein bisschen Höhe macht, so, jetzt habe ich das aus Versehen locker geschraubt, ein bisschen Höhe macht, so, bis zu einer gewissen Gradzahl könnt ihr das nämlich neigen und dann könnt ihr, kommt das dann auch natürlich noch ein bisschen höher, so, zack. Und wenn wir dann hier hoch machen, so, dann einfach hier vorne geneigt, so, dann kann man sich das auch nochmal separat justieren. Ist halt gut, wenn man jetzt am Tisch ist oder wenn ich jetzt bei mir an meinem Tisch bin, kann ich mir das daneben stellen und auf mich ausrichten und muss dann halt nicht in der Laptop-Ecke sein, mache da halt Aufnahme und bin dann halt am Tisch. Und mache meine Aufnahme und mache danach Stopp, schneide mir das alle zurecht, fertig ist. Oder wenn man das halt jetzt nicht immer braucht, weil viele fühlen sich ja beobachtet von der Cam und sagen, ich möchte jetzt meine Cam nicht immer dran haben, ich möchte nicht gehackt werden oder sonst was dergleichen, weil viele da ja sehr doll angstvoll haben. Einfach abziehen, kann man das wegstellen und wenn man es dann braucht, stellt man sich das auf den Tisch und schließt das wieder an. So, jetzt muss ich das erstmal wieder hier lose machen. So. Ich werde das Stativ in den nächsten Tagen natürlich auch testen. Ich finde das ein sehr schönes Gimmick. Aber so, von der Qualität bin ich echt sehr zufrieden. Ich bin mal gespannt, wie das Mikrofon sein wird. Und ich bin gespannt, wie die Qualität gleich sein wird. Ihr habt hier auch übrigens da das alte Logitech-Logo, falls ihr das sehen könnt. Da pegelt sich gerade ein. Mit dem so Art Mond und den Sonne so daneben und unten drunter Logitech. So wie in den alten Thumbnails bei mir auch drin war. Und hier ist das neue Logitech-Logo. Da steht dann einfach nur noch Logitech in so einer ja, eigenständigen Logitech-Schrift, würde ich jetzt mal sagen. Das ist halt das neue Logitech-Logo. So, dann würde ich jetzt ja, hier für das Hardware-Video jetzt erstmal Schluss machen. Wir haben uns die Hardware angeguckt. Und gleich mache ich das Video, wo wir uns die Hardware denn genauer angucken werden, im Vergleich zur ersten Version. Ob da Unterschiede sind, ob keine Unterschiede sind oder irgendwas dergleichen. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Irgendwo ist hier auch ein Abonnier-Button.
Und ich werde auch die nächsten Videos hier irgendwo verlinken. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.